Ist es möglich, dass zwei Voldemorts gleichzeitig existieren? Das und mehr jetzt in diesem Video. In diesem Video werden wir über die Kammer des Schreckens, Lord Voldemort und die Frage sprechen, ob es jemals möglich war, dass zwei von ihnen gleichzeitig existierten. In der Kammer des Schreckens sehen wir eine viel jüngere Version von Voldemort, alias Tom Riddle. Diese Version von Riddle war natürlich ein Produkt seines ersten Horcruxes, des Tagebuchs von Tom Riddle. Der ultimative Zweck der Erschaffung eines Horcruxes ist es, Unsterblichkeit zu erlangen. Das wirklich Unheimliche an der Erschaffung eines Horcruxes ist jedoch, dass man jemanden ermorden muss, um einen zu erschaffen. Das Tagebuch von Tom Riddle wurde ein Horcrux, nachdem Voldemort 1943 die maulende Myrte ermordet hatte. Als Harry die Kammer betritt, wurde er von Riddle empfangen. Du bist der Erbe von Slytherin, du bist Voldemort. Du hast doch wohl nicht geglaubt, dass ich den Namen meines dreckigen Muggelvaters behalten würde. Nein, ich habe mir einen neuen Namen ausgedacht. Einen Namen, von dem ich wusste, dass alle Zauberer eines Tages Angst davor haben würden, ihn auszusprechen, wenn ich der größte Zauberer der Welt werde. Von Minute zu Minute erschien Tom Riddle vor Harrys Augen immer realer. Riddle scheint immer stärker zu werden und mit der Zeit eine immer markantere körperliche Gestalt anzunehmen. Er erreichte dies, indem er sich von Ginny und ihren tiefsten und dunkelsten Ängsten ernährte. Sie hat zu viel in das Tagebuch gesteckt, in mich. Genug, um mich endlich die Seiten verlassen zu lassen. Auch Riddle sagt später, ja Potter, der Prozess ist fast abgeschlossen. In ein paar Minuten wird Ginny Weasley tot sein. Und ich werde aufhören, eine Erinnerung zu sein. Lord Voldemort wird zurückkehren. Das wirft die Frage auf, wenn es Tom Riddle wirklich gelungen wäre, Ginny zu töten und eine eigene Gestalt anzunehmen, hätte es dann zwei Voldemorts gegeben? Wie hätte das funktionieren können? Das verwirrt ein wenig, denn im Halbblutprinzen wird das Tagebuch als Waffe erwähnt, mit der man von jemandem Besitz ergreifen kann, um für Tom Riddle zu arbeiten, während in der Kammer des Schreckens gezeigt wird, dass er in irgendeine Art unabhängige Form zurückkehren kann. Was würde dies für die Voldemorts bedeuten? Der neue Riddle scheint völlig unabhängig vom heutigen Riddle zu sein. Er hat eine gewisse Vorstellung davon, wer der künftige Voldemort ist und ein gewisses Verständnis für die heutigen Ereignisse, aber er hat nicht die Erinnerung des neuen Voldemort. Wie wir wissen, besteht der Zweck eines Horcruxes nicht darin, ein neues Individuum zu erschaffen, sondern seinen Schöpfer vor dem Tod zu bewahren. Aus diesem Grund sind die Ereignisse in der Kammer des Schreckens ungewöhnlich, denn wie könnte dadurch ein anderer Mensch erschaffen werden? Was mich am meisten fasziniert und beunruhigte, war, dass dieses Tagebuch sowohl als Waffe als auch Schutz gedacht war, sagte Dumbledore. Ich verstehe das immer noch nicht, sagte Harry. Nun, es funktionierte so, wie ein Horcrux funktionieren sollte. Mit anderen Worten, das darin verborgene Seelenfragment wurde sicher aufbewahrt und hatte zweifellos seinen Teil dazu beigetragen, den Tod des Besitzers zu verhindern. Aber es bestand kein Zweifel daran, dass Riddle das Tagebuch wirklich lesen wollte, dass das Stück seiner Seele jemand anderen besitzen sollte, damit das Monster von Slytherin wieder entfesseln würde. Nun, er wollte nicht, dass seine harte Arbeit umsonst war, sagte Harry. Er wollte, dass die Leute wissen, dass er der Erbe Slytherins ist, weil er damals die Lorbeeren nicht ernten konnte. Die Antwort auf die Frage, ob es zwei Voldemorts geben könnte, lautet ja und nein. Ja, es hätte zwei Voldemorts in der Welt gegeben, aber nein, der neue Voldemort wäre kein Klon des alten Voldemorts gewesen. Die beiden hätten immer noch eine gemeinsame Lebenskraft und so könnte die Zerstörung des einen die Zerstörung des anderen bedeuten. Das Wichtigste ist jedoch, dass der heutige Voldemort viel zu arrogant wäre, um zu akzeptieren, dass eine andere Version von ihm auf der Welt existiert, eine, die ihm ebenbürtig ist. Es kann nur einen geben. J.K. Rowling wurde einmal gefragt, was passiert wäre, wenn Ginny gestorben wäre und Tom Riddle aus dem Tagebuch entkommen wäre. Darauf antwortete Rowling, das kann ich erst dann vollständig beantworten, wenn alle 7 Bücher fertig sind. Aber das hätte den heutigen Voldemort erheblich gestärkt. Ich denke, dass wir daraus ein paar Dinge ableiten können. Erstens, dass das Gespenst oder der ursprüngliche Voldemort der Meister war und immer noch eine gewisse Kontrolle über den neuen Voldemort hatte. Und zweitens, ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass wenn es Tom Riddle gelungen wäre, eine zweite körperliche Form zu erlangen, Voldemort seine Seele mit dem neuen Voldemort vereint hätte. Sie würden sich wieder in eine körperliche Form zwängen und sie sich teilen.
Ich glaube, Voldemort hätte den Gedanken, selbst vom Elixier des Lebens abhängig zu sein, als unerträglich empfunden und deshalb bin ich überzeugt, dass er sich weiterhin auf seine Horcruxe verlassen wollte. Er würde nichts mehr brauchen, wenn er nur wieder eine menschliche Gestalt annehmen könnte. Er war bereits unsterblich oder so nahe an der Unsterblichkeit, wie ein Mensch nur sein kann. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib es mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.